funktionierenden Direktgranulat-Extruder herangereift. Die Idee hinter dem Projekt ist es, den momentan im Fused Filament Fabrication genannten Verfahren des 3D-Drucks das namengebende Filament durch einen einfacheren Rohstoff zu ersetzen, Granulat. Filament ist der Plastikdraht, der als Rohmaterial in vielen 3D-Druckern eingesetzt wird. Dieser Plastikdraht ist recht aufwendig in der Herstellung, somit relativ teuer, wird üblicherweise auf Plastikspulen geliefert und wer einen 3D-Drucker besitzt, in dessen Keller wächst der Turm leerer Spulen, zum Teil noch mit Resten an Filament, schnell in die Höhe. Wenn nicht im Bastelkeller, dann halt auf den Mülldeponien des Planeten. Apropos Müllhalden, dort landen auch all die Fehldrucke, die unweigerlich entstehen. Weg mit dem Filament und zurück mit dem Plastikabfall in den Produktionskreislauf ist die Idee, die schon kurz nach meinem ersten Kontakt mit 3D-Druckern in meinem Hirn entstanden ist. Filament wird über Extruder aus Kunststoffgranulat hergestellt. Gutes Filament mit gleichmäßigem Durchmesser wird aufwendiger gewonnen als hier demonstriert. Schon früh sind Bastler auf die Idee gekommen, einen derartigen Extruder an einem 3D-Drucker zu befestigen, um somit direkt zu drucken. Hat prinzipiell funktioniert, aber auch nur prinzipiell. Die Dinger waren groß, schwer, kompliziert, daher unweigerlich auch teuer und für wirklich detaillierte Drucke einfach nicht geeignet. Kompliziert und teuer durch Hirnschmalz zu ersetzen ist seit jeher meine Bestimmung und der hier zu sehende Extruder-Prototyp zeigt das gut, oder etwa nicht? Die Konstruktion bricht aber auch mit so einigen Konventionen existierender Extruder, da steckt wirklich ordentlich Hirnschmalz drinne. Open Source waren meine Entwicklungen von Anfang an und dass schon Version 1 funktioniert, habe ich bereits vor 2 Jahren gezeigt. Warum hat die ansonsten doch recht experimentierfreudige 3D-Druck-Community die Ideen dann noch nicht aufgegriffen und umgesetzt? Ich denke, weil meine Ansätze einfach zu radikal anders sind und die festgesetzte Meinung in diversen Foren lautete, das hat noch nie funktioniert und kann nicht funktionieren. Funktioniert aber offensichtlich doch, wie hier zu sehen. Ziel meiner diesjährigen Aktivitäten zum Hackaday Prize war daher neben dem Bau eines weiteren Prototypen, die Physik dahinter genauer zu erläutern. Open Source endet nicht mit dem Veröffentlichen von CAD-Dateien und Zeichnungen, sondern bedingt nach meinem Verständnis auch das Offenlegen der dahinterstehenden Ideen. Extruder funktioniert, also Mission erfüllt. Warum bettel ich dann noch um das Preisgeld von Hackaday? Weil ich noch so einiges zum Thema beizusteuern habe und der nicht gerade billige Weg zu einem maschinell in Serie herstellbaren Extruder noch zu gehen ist. Ein Grundproblem, das mir zu lösen gelungen ist, liegt im Granulat. Links zu sehen ist industriell gefertigtes Granulat, rechts der von mir verwendete Rohstoff in Granulatform. Die Unterschiede seht ihr doch auch, oder? Wird also nur das teure Filament durch ebenso teures Spezialgranulat ersetzt? Nein, denn ein handelsüblicher Mixer und ein improvisiertes Sieb machen aus dem industriellen Granulat den geeigneten Rohstoff für den Extruder. Fehldrucke oder altes Plastik in den Mixer funktioniert ebenfalls, ist aber nur eine unzureichende Beschreibung, um geeigneten Rohstoff zu gewinnen. Zum Thema Recycling und Rohstoffe für den Extruder muss ich noch so einiges erklären, damit das alles im Zusammenspiel hinterher auch wirklich funktioniert. Zucker als Rohstoff? Klappt, ist aber aufgrund der im Vergleich zu thermoplastischen Kunststoffen doch sehr unterschiedlichen Eigenschaften ein weiteres Kapitel für sich. Die Zuckerdemo zeigt jedoch, dass zu brüchige Filamente prinzipiell der Vergangenheit angehören. Zuschlagstoffe, um Kunststoffe zum Beispiel leitfähig und somit geeignet für Sensoren zu machen, können in nahezu beliebiger Menge beigemischt werden. Was ich zum Thema noch alles zu sagen habe, passt eh nicht in ein 5-Minuten-Video, daher breche ich an dieser Stelle mal ab. Das Motto des Hackaday Prize? Rethink, Refresh, Rebuild füllt mein Extruder-Projekt mit Leben. Ich lade hiermit Hackaday ein, Teil eines Projekts zu werden, welches man bislang mit "Das funktioniert nicht" abgestempelt hat. Es obliegt nun der Jury, was die Menschen sagen, wenn sie demnächst mit dem Finger auf euch zeigen. Entweder das sind die, die das als bedeutungslos abgestempelt haben, oder das ist Hackaday, die haben Norbert dabei geholfen, uns den Open Source Direkt Granulat Extruder zu geben. Eure Wahl.
Und wer selber noch einen Obolus beitragen möchte, auf meinen Seiten gibt's eine Spendenschaltfläche. Vielen Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucken.